Menschen von Hannover. Mein Name ist Marvin, das ist meine Frau Veronika und das sind geliebte Brüder im Herrn Jesus. Jesus Christus ist unser Herr und Gott, ja unser Herr und Erlöser. Er hat uns erlöst von dem Fluch der Sünde. Jesus Christus, der Sohn Gottes, er ist mit all unserer Schuld und Sünde beladen, am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren gestorben. Und nicht nur gestorben, sondern er ist auch nach 3 Tagen von den Toten wieder auferstanden. Die Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus für uns dahingab in den Tod, damit ein jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das bedeutet, nicht in die Hölle gehen muss. Jesus spricht, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich allein. Geliebte Mitmenschen, ihr seid nicht einfach aus dem Nichts entstanden. Ihr seid kein Zufallsprodukt. Ihr seid nicht wertlos, sondern ihr seid geliebt und unendlich wertvoll. Euer Leben hat einen Sinn. Geliebte Mitmenschen, euer Lebenssinn, er besteht darin, dass ihr euch von Gott lieben lasst, dass ihr seine Liebe erwidert. Und dass wir einander lieben wie uns selbst. Die Liebe ist der Sinn des Lebens, geliebte Mitmenschen. Gott ist die Liebe. Und jeder, der in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das Problem ist nur, geliebte Mitmenschen, dass wir uns dafür entschieden haben, der Liebe nicht zu folgen. Die Liebe nicht zum Sinn unseres Lebens zu machen. Wir haben uns leider dafür entschieden, die Sünde zu tun. Wir haben uns für die Sünde entschieden. Wir haben uns allzu oft dafür entschieden, einander zu belügen, einander zu bestehlen, einander zu hassen und beleidigen, Kriege zu führen. Es gibt so viel Übel in dieser Welt. Und vielleicht fragt sich hier der eine oder andere, warum sieht die Welt so aus, wie sie aussieht? Die Welt sieht so aus, weil wir uns dafür entscheiden, uns Gott nicht unterordnen zu wollen, die Beziehung mit ihm nicht leben zu wollen. Jesus sagt, liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Jesus hat sich für euch dahingegeben in den Tod, damit durch seinen Tod am Kreuz ein für alle Mal zerstört ist, was euch von Gott trennt, zerstört ist, was euch in die Hölle bringt. Und er, der Sohn Gottes, ist nach 3 Tagen von den Toten wieder auferstanden. Das zeugt davon, dass er wahrhaftig der Unschuldige, der wahrhaftige Gott ist. Durch den, für den und zu dem hin alle Dinge geschaffen sind. Die Liebe ist der Sinn. Die Liebe ist der Sinn des Lebens. Und Jesus hat uns diesen Sinn in vollkommener Weise vorgelegt. Jesus tat keine Sünde. Jesus hat nicht gelogen. Jesus hat nicht gestohlen. Jesus hat niemals jemanden gehasst oder beleidigt. Er hat keine Sünde getan. Und er sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe einen jeden von euch. So sehr, dass ich mich eins mache mit eurer Schuld und Sünde. Ich nehme euren Platz vor Gott ein. Ich lasse mich bestrafen für all euer Gesetzesbrechen. Ich lasse mich bestrafen für all die Sünden, die ihr getan habt. Und durch meinen Tod ist ein für alle Mal vernichtet alles, wofür ihr bestraft werden müsstet. Alles, was euch in die Hölle bringt für Zeit und Ewigkeit. Und er ist auferstanden von den Toten. Damit jeder durch Jesus wieder in die Beziehung mit Gott kommen kann, der uns erschaffen hat, der uns liebt. Es gibt keinen anderen Weg in die Beziehung mit Gott, in das Himmelreich, als nur durch den Glauben an den Sohn Gottes, der für euch gestorben und nach 3 Tagen von den Toten auferstanden ist. Jesus spricht, ich bin der Weg. Ich bin der Weg für dich in den Himmel. Religionen sagen immer, sei ein guter Mensch, leb ein gutes Leben. Verdiene dir den Himmel. Wenn du ein guter Mensch bist, dann kommst du in den Himmel. Wenn du ein böser Mensch bist, kommst du in die Hölle. Doch so einfach ist das nicht. Geliebte Mitmenschen, in Religion geht es immer darum, dass ich mir den Himmel erarbeite. Jesus sagt, die Bibel sagt, dass ein jeder Mensch von uns bös
Größe ist von Jugend an. Da ist keiner, der gut ist. Kein einziger Mensch. Nur Jesus allein ist sündenfrei. Er ist der Einzige, der keine Sünde getan hat. Du glaubst bestimmt an Mohammed, richtig? Mohammed zum Beispiel, auch er ist nicht sündenlos. Jesus aber ist sündenlos. Alle Propheten außer Jesus sind Sünder. Nur Jesus ist der Einzige, der keine Sünde getan hat. Weißt du beispielsweise, wie alt das Mädchen war, das Mohammed heiratete? Ihr Name ist Aisha. Weißt du, wie alt sie war? Sie war 6 Jahre alt, als Mohammed sie geheiratet hat. Und 9 Jahre alt war sie, als Mohammed in sie eingegangen ist, den sexuellen Verkehr mit ihr betrieben hat. Also egal, ob es 105 Jahre her ist oder heute, also es ist die gleiche Pädophilie, es ist die gleiche schlimme Sünde wie damals, wie heute, egal in welcher Zeit. Ein Kind zu missbrauchen mit 9 Jahren, das ist Sünde. Und es ist nicht das Einzige. Es heißt beispielsweise auch, wenn wir gerade im Gespräch bezüglich des Islams sind, dort heißt es, dass wenn ein Mann in diesem Leben keinen sexuellen Verkehr treibt, dann wird er im Himmelreich, im Paradies, 72 Jungfrauen geschenkt bekommen und dort werden Flüsse von Wein fließen. Denkst du wirklich, dass Gott im Paradies, im Himmelreich, wo es keine Sünde mehr geben wird, mit Sünde belohnt wird für ein enthaltsames Leben auf Erden? Nein, das tut Gott nicht. Gott ist heilig, heilig, heilig und gerecht. Er kann keine Gemeinschaft haben mit dem Bösen. Eine Sünde genügt und der Mensch ist auf Ewigkeit von Gott getrennt, weil Gott keine Gemeinschaft mit dem Bösen haben kann und weil er gerecht ist. Wenn ich in diesem Land zum Beispiel einen Mord begehe und ich werde vor den Richter geführt in diesem Land, dann muss der Richter mich richten nach dem Gesetz in diesem Land. Das bedeutet, ich würde die Gefängnisstrafe erleiden. Wenn ich die Gesetze Gottes breche, er sagt, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen. Wenn wir eine andere Frau als unsere Frau nur mit begehrlichen Blicken ansehen, haben wir in unserem Herzen schon die Ehe gebrochen. Wenn wir einen anderen Menschen hassen, dann haben wir in unserem Herzen schon Mord begangen. Wir alle haben die Gesetze Gottes gebrochen. Und der Lohn für die Sünde, das, was wir für Sünde bekommen, ist der Tod. Deswegen sterben 10 von 10 Menschen, wir alle früher oder später. Und die gerechte Strafe Gottes ist ewig, so wie Gott selbst ewig ist, für immer getrennt von ihm im Feuer der Hölle zu brennen. Aber weil Gott nicht nur heilig, heilig, heilig und gerecht ist, sondern die Liebe in Person, entscheidet er sich, ein Mensch zu werden aus Fleisch und Blut, ein Leben ohne Sünde zu leben, ohne die Gesetze Gottes zu brechen, deinen Platz einzunehmen und sich von Gott, dem gerechten Richter, an deiner Stelle für das, was du getan hast, richten zu lassen. Und durch seinen Tod ist zerschmettert und zerschlagen, ein für alle Mal, was dich in die Hölle bringt. Und er ist auferstanden von den Toten am 3. Tag, damit du durch Jesus wieder in die Beziehung zu Gott kommen kannst. Dann lass dich taufen, entscheide dich dafür, dem Leben in Sünde zu sterben, ja, den Herrschaftsbereich des Satans zu sterben, tot zu sein für die Sünde und beim Wiederaufkommen aus dem Wasser in die Beziehung mit Gott aufzuerstehen. Das ist der Sinn des Lebens, in Beziehung mit dem zu leben, der mich erschaffen hat, mich von ihm lieben zu lassen, seine Liebe zu erwidern und einander zu lieben wie uns selbst. Das ist der Sinn des Lebens. Und das ist der einzige Weg zu Gott, durch Jesus, seinen Sohn. Einen anderen Weg gibt es nicht. Es heißt, jeder, der euch etwas anderes verkündigt, als das Evangelium der Gnade Gottes, dass der Mensch nur durch Jesus gerettet werden kann. Jeder, der euch etwas anderes sagt, ein Engel, ein Mensch, wer auch immer, er sei verflucht, sagt Gott. Das sagt Gott nicht nur einmal, das sagt er gleich zweimal. Er sei verflucht. Denn es gibt keinen anderen Weg, dem Höllenfeuer zu entgehen und bei Gott, dem Vater, im Himmelreich zu sein, als nur durch den Glauben an seinen Sohn Jesus, der für dich gestorben und von den Toten auferstanden ist. Einen anderen Weg gibt es nicht. Man kann der Gerechtigkeit Gottes nicht entgehen, als nur durch den Glauben an den Sohn Gottes, der für dich gestorben und von den Toten auferstanden ist. Denn fürwahr, Jesus hat unsere Krankheiten und unsere Schmerzen getragen. Wir hielten ihn von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Schuld und Sünde willen zerschlagen und durchbohrt. Er hat die Strafe getragen, die wir verdient hätten. Wir hätten sie verdient, wir verdienen es, zu sterben und zu brennen im Feuer der Hölle.
aber Gott ist gnädig und er liebt uns und will uns vergeben, dass er ihn dahin gibt in den Tod. Er straft ihn an unserer Stadt und er erweckt ihn von den Toten am dritten Tag, damit jeder, der daran glaubt, nicht verloren geht, nicht in die Hölle geht, sondern das ewige Leben empfängt mit dem, der ihn liebt, mit Gott, denn keiner liebt dich mehr. Kein Mensch liebt dich mehr. Und nochmal auf Maria eingehen. Maria ist genauso ein Mensch wie du und ich. Auch sie hat Fehler getan, auch sie hat Sünde getan. Wie bitte? Der Vater ist Gott, Jesus der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Er ist ein dreieiner Gott, so wie du ein dreieiner Mensch bist. Körper, Seele, Geist. Ist der Vater abhängig vom Sohn? Sie sind eins, sie leben in einer perfekten Einheit. Sie sind eins. Ist dein Körper abhängig von deiner Seele, um zu leben? Natürlich, sie gehören zusammen, sie sind eins. Also sagst du, Gott ist abhängig? Gott ist Gott, der Vater ist Gott, Jesus der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Hör auf mit diesen ganzen Spielchen, die ich kenne, diesen Kindergarten-Kacke. Ja. Ja, Jesus spricht, ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. Und Offenbarung, da sagt Jesus, ich bin der Anfang und ich bin das Ende, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, das Alpha und das Omega. In Jesaja steht geschrieben, die Jungfrau Maria, von der du gesprochen hast, steht in Jesaja, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihn nennen, ewig Vater, starker Gott, Friedefürst und wunderbarer Ratgeber. Das ist ausgesagt über Jesus, den Sohn Gottes, starker Gott. Ewig Vater, Friedefürst und wunderbarer Ratgeber, mein Freund. Der Sohn sagt selber, er kann nichts von sich aus. Wie kann er dann ein starker Jesus spricht auch, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt ihr in mir und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir sind abhängig von ihm, richtig. Ich weiche nicht aus, ich spreche dir das aus, was die Bibel sagt, weil ich diese Spielchen vom Feind, dem antichristlichen Geist kenne. Ja. Weißt du, die Bibel sagt ganz klar, jeder, der nicht bekennt, dass Gott im Fleisch gekommen ist, also in der Person von Jesus Christus, der hat den antichristlichen Geist. Gott hat gerade gesagt, ich und der Vater sind eins, ist ein Argument dafür, richtig? Johannes 17, 21, auf dass die Jünger, Vater, genauso eins mit dir sind, so wie ich sind. Sind die Jünger jetzt auch Gott nach der Logik? Jesus sagt, ich bin in dir, du bist in mir und wir sind im Vater. Wir sind eins, wenn du glaubst an ihn. Eins mit Gott, aber nicht selbst Gott. Aha, ich bin auch eins mit Gott. Eins mit Gott und Gott gleichzeitig. Wie kann das sein? Das ist doch der Vater ist Gott, Jesus der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Wir können uns im Kreis drehen, mein Bruder. Nein, habe ich nicht. Aber du widersprichst dir und du versuchst deine ganzen islamischen Philosophien auszuüben, die du gelernt hast, deine ganzen Prinzipien da. Ja, ja, ja. Weißt du was? Bist du Moslem? Frage ich dich jetzt. Bist du Moslem? Okay, wir lesen uns jetzt mal eine Sure durch. Gut? Komm mal. Komm mal. Jesus liebt dich und er will nicht, dass du brennst für Zeit und Ewigkeit im Feuer der Hölle. Sondern er will, dass du dich von ihm retten lässt, der für dich gestorben und von den Toten auferstanden ist. Damit du nicht verloren gehst in das Feuer der Hölle, sondern das ewige Leben empfängst. Komm mal. Das ewige Leben kriege ich durch die Erkenntnis vom Vater, das sagt er Jesus selbst. Ja, ja. Sure 3, 54. Und sie schmiedeten eine List. Und Allah schmiedete eine List. Und Allah ist der beste Listenschmied. Der beste Listenschmied, steht da, mein Freund. Was bedeutet ein Listenschmied zu sein? Ein Listenschmied zu sein bedeutet, ein Betrüger zu sein. Weißt du, wer in der Bibel die listigste Schlange von allen ist? Der Teufel. Satan. Satan ist der Vater der Lüge. Allah ist Satan. Ja. Was ist der Kontext dahinter? Gegen wen hat Allah diesen Plan geschrieben? Wollen wir noch eine Sure lesen? Von wegen kämpft gegen alle, dass sie sich unterwerfen, dem Islam. Dschihad, heiliger Krieg, kennst du? Wie viele Dschihads gibt es? Weißt du, was vor kurzem mit jemandem passiert ist? Eli. Ich weiß, was mit dir passiert ist. Ja, weißt du was? Wer hat auf ihn eingestochen? Hat der Koran gesagt, stich auf ihn ein? Der Koran sagt, unterwerfe alle dem Islam. Unterwerfe. Doch, das kann ich doch vorlesen, wenn du willst. Wenn in 5. Mose drinnen steht, jeder, der Gott erzürnt, wird seine Kinder fressen müssen. Was ist damit gemeint? Hallo? Salih Muslim 129. Sahih Muslim 129. Da steht ganz klar, mir wurde befohlen, gegen die Menschen zu kämpfen, bis sie bezeugen, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist.
und sie das Gebet verrichten und Zakat zahlen, und wenn sie es tun, ihr Blut und Eigentum in meinem Namen garantiert geschützt ist. Außer, wenn dies gesetzlich gerechtfertigt ist und ihre Angelegenheiten liegen bei Allah. Also hier steht ganz klar, mir wurde befohlen, gegen die Menschen zu kämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Das ist der Islam, dass die Menschen gegen die Menschen kämpfen sollen, bis sie bezeugen, dass Allah Gott ist. Wisst ihr, was Jesus stattdessen sagt? Jesus, der Sohn Gottes, spricht, liebe deine Feinde, bete für diejenigen, die dich verfolgen, segne diejenigen, die dich verfluchen, lebe die Liebe, Gott ist die Liebe. Jeder, der in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Welch ein Unterschied, meine Lieben. Der größte Listenschmied ist Allah, sagt der Koran. Die Bibel sagt, der größte Listenschmied, der Vater, der Lüge, ist Satan. Wer ist dann Allah? Allah ist Satan. Jesus Christus ist der einzige Weg zum Vater. Er ist der Sohn Gottes, der für uns gestorben ist am Kreuz. Zerstören, was uns in die Hölle bringt, und zu zerstören, was uns von Gott trennt. Und er ist auferstanden von den Toten am dritten Tag, damit jeder, der an ihn glaubt und sich taufen lässt, gerettet wird, Vergebung seiner Sünden empfängt und das ewige Leben leben kann mit Jesus im Himmelreich in seinen Armen, wo es nur noch Liebe, Frieden, Licht, Schönheit und das Gute geben wird. Keine Sünde mehr, kein Leid mehr, keine Schmerzen, keine Tränen, keine Krankheiten, kein Elend mehr. Das ist für die bereit, die da glauben an den Sohn Gottes, der für uns gestorben und nach drei Tagen von den Toten auferstanden ist. So glaubt an Jesus Christus und ihr werdet gerettet werden. Ihr werdet gerettet werden vor dem gerechten Gericht Gottes. Denn Jesus im Garten Gethsemane, bevor er gekreuzigt wurde, er betete, Vater, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, der voll angefüllt ist mit der Zornesglut des Herrn über die Sünde. Denn Gott hasst die Sünde, weil die Sünde uns selbst zerstört, weil die Sünde uns das Feuer der Hölle einbringt. Und Jesus hat gebetet im Garten Gethsemane, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch deiner Zornesglut an mir vorübergehen, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus hätte eine Legion von Engeln herbefehlen können, dass sie ihn beschützen. Aber weil er einen jeden von euch so sehr liebt, hat er sich freiwillig für euch in den Tod gegeben am Kreuz. Weil er nicht will, dass ihr für immer von ihm getrennt in das Feuer der Hölle verloren geht. Und er ist auferstanden am dritten Tag, damit ihr durch Jesus in die Beziehung mit Gott kommen könnt. Jesus liebt euch. Tut Buße, sagt Gott Jesus. Tut Buße bedeutet, dreht den Leben und Sünde den Rücken zu. Kehrt dieser Welt den Rücken zu. Denn wer ein Freund dieser Welt sein will, der ist ein Feind Gottes. Ihr macht euch zum Feind Gottes, wenn euch die Menschen dieser Welt wichtiger sind als Gott. Ihr könnt nicht meine Jünger sein, wenn ihr Vater, Mutter, Bruder oder Schwester oder irgendwen in dieser Welt oder Reichtümer mehr liebt als mich. Jesus sagt, was nützt es euch, wenn ihr die ganze Welt gewinnt? Ja, wenn ihr Reichtümer habt, aber eure Seele Schaden erleidet und ihr verloren geht für Zeit und Ewigkeit. Jesus will nicht, dass auch nur ein einziger verloren geht, sondern die Bibel sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Jesus ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit, mein Freund. Allah ist der größte Listenschmied. Das sagt, steht in Sure. Doch, doch, Sure 354, mein Freund. Allah ist der größte Listenschmied. Weißt du, was die Bibel sagt? Satan ist die listigste Schlange von allen. Er ist der Vater der Lüge. Und wenn man das damit miteinander verbindet, dann bekommst du zu der Erkenntnis der Wahrheit, Allah ist Satan, der gefallene Engel, der diese Menschen, wir alle, auch dich, mit sich in das Feuer der Hölle reißen will. Aber Jesus ist nach drei Tagen von den Toten auferstanden, damit du aus der Gottgetrenntheit, aus der Gottesferne, wieder in die Einheit mit Gott und in die Beziehung mit Gott auferstehen kannst. Durch den Glauben an den Sohn Gottes, der für dich gestorben und von den Toten auferstanden ist. Mohammed war ein Pädophil, mein Freund. Er hat genauso Sünde getan, wie jeder einzelne von uns hier. Aber Jesus ist der Einzige, der sündelos ist, der keine Sünde getan hat. Halleluja. So segne euch Gott im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Jesus' Namen, auf dass ihr gerettet werdet und die Wahrheit erkennt, welche Jesus Christus ist. Er ist der Anfang, er ist das Ende, er ist der Letzte. Er ist das Alpha und das Omega, der erste und der letzte Buchstabe des Alphabets. Ja? Alles klar. Gottes Segen, geliebte Mitmenschen. Amen.